So, heute ist es mal Zeit für ein Pasta-Gericht und zwar ein vegetarisches mit Pfifferlingen. Okay, also, wir machen heute ein Pasta-Gericht mit Pilzen und zwar vegetarisch gehalten. Dazu brauchen wir Tagliatelle. Ich habe jetzt hier frische genommen. Ihr könnt auch die getrockneten nehmen, ihr könnt Spaghetti nehmen, ihr könnt Penne nehmen. Die Nudel, die gerade im Moment günstig ist, dürft ihr gerne dafür verwenden. Das ist kein Muss, dass man eine Tagliatelle dafür nimmt. Ein kleines bisschen Butter, nicht viel. Etwas Hartkäse, ob ihr jetzt Parmesan, Pecorino, Grana Padano nehmt. Egal, muss nicht sein, ist eine Option. Eine Viertel Zwiebel brauchen wir nur. Wir brauchen ein klein bisschen Sahne oder Kochcreme, auch frei völlig. Wasser, etwas Brühe, Salz und Muskatnuss. Mehr nicht. Das ist ein schnelles Gericht. Für alle, die sich immer fragen, wie viele Nudeln brauche ich eigentlich in Gramm für eine Portion? Das sind bei Frischnudeln ungefähr 80 Gramm Nudeln, die man braucht für eine Portion. Ne? Mit Soße und ein kleines bisschen Gemüse ist das genau eine Portion, die satt macht. Ne? Wir bereiten jetzt hier so ein kleines bisschen vor. Ich nehme jetzt die Zwiebel, schneide die einmal in feine Würfel. Wie gesagt, ihr braucht nur eine Viertel Zwiebel, ihr braucht keine ganze. Wenn ihr das lieber grob haben wollt, könnt ihr das auch gerne grob lassen. Die Zwiebel, ihr müsst die nicht fein schneiden. Ist eher ein rustikales Gericht, ist kein besonders feines. Der Stefan hat mir gerade gesagt, das ist hier das Revival unserer alten Speisekarte. Wir haben das auf der Speisekarte gehabt. Ne? Selbstgemachte Tagliatelle mit Pfifferlingen in Pernorahmen. Ne? Ja, richtig. Ja. Ja, und wir haben ja gerade schon den Rostbraten gemacht. Der war ja auch auf der Karte. Richtig. Ich hacke ein bisschen Petersilie dazu. Müsst ihr nicht. Ihr könnt auch tiefgefrorene Petersilie nehmen. Ihr dürft sogar getrocknete nehmen. Nur solange wir Saison haben und das noch frisch verfügbar ist, ist das auch nicht so teuer. Es ist relativ günstig sogar. Nudeln sind drin. Frische Nudeln brauchen ca. 5 Minuten. Auch 5 Minuten ist die Zeit, 5 bis 6 Minuten, die ihr braucht, um die Soße fertig zu machen. Die Pfanne macht ihr richtig heiß. Und zwar so heiß, wie es geht. Die darf kurz vor Glühen sein. Kleines bisschen Fett rein. Und dann gehen als erstes die Pilze rein. Und man geht auch nicht zurück mit der Hitze. Man lässt das Vollgas laufen. Also was geht an Hitze? So, Pilze sind drin. Und ihr dürft mit der Hitze nicht zurückgehen. Ihr müsst die wirklich bei absolut großer Hitze weiter braten. Etwas Salz. Nicht zu viel. Jetzt geht rein. Pilze war ich schon. Zwiebel. Entschuldigung. Mit durchschwenken. Ein kleines bisschen von der Petersilie. Jetzt, die Pilze sind schon angebraten, ne? Die Zwiebeln sind dabei. Jetzt kommen da rein. Nicht mehr. 1, 2 Esslöffel Brühe. Mehr nicht. Eine Tasse Sahne. Zack. Muskatnuss. Und ja, für alle aufmerksam, ich habe den Pernod nicht genommen, um damit zu flambieren, sondern ich gebe jetzt wirklich nur einen ganz kleinen Tropfen, schaut mal, wirklich nur so ein kleines bisschen mit dazu und lasse es weg. Also, stell ihn wieder weg. So. Ja, ihr wollt das nur so ein wirklich nur etwas parfümieren. Ihr wollt da nicht, das soll nicht intensiv nach Pernod schmecken, ne? Sondern es soll wirklich nur leicht parfümieren. So, wenn das so aussieht, macht ihr die Flamme aus. Die Nudeln sind fertig, genau in der Zeit. Die gehen ebenfalls dazu. Schwenkt die mit unter. Zack. Fertig. Pecorino oder einen anderen Käse eurer Wahl, also einen Hartkäse ebenfalls dazu. Einmal durchschwenken und dann können wir anrichten. Pasta mit Pfifferlingen. Und ein wenig Pernod.
Wollen wir das noch probieren? Ja. Soll ich das mit der Hand probieren mal? Darf ich das mit der Hand probieren, Stefan? Das musst du entscheiden. Ich probiere das mit der Hand. Ja. Lecker. Weil ich mich gerade so in Rage geredet habe, ich habe das nicht mitgekriegt, der Stefan hat das rausgeschnitten, habe ich die Butter vergessen. Wenn ihr noch ein bisschen Butter dazu gegeben hättet, wäre es noch besser. Aber die Sahne tut's auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.